Die Brutalität eskaliert auf Berlins Straßen. Gewalttätige Jugendliche versetzen die Bürger in Angst und Schrecken. Die Polizei ist machtlos, kommt oft erst zum Tatort, wenn es zu spät ist. Jetzt schlägt die Gewerkschaft der Polizei Alarm. Eberhard Schönberg, der Berliner Landesvorsitzende, kennt die Probleme seit langem. Es gibt die Bereiche hier von Neukölln Nord, Kreuzberg, Tiergarten, Schöneberg Nord, Wedding, wo man sagen kann, da gibt es ganze Stadtbereiche innerhalb dieser Bezirke, die man als stark gefährdet bis verloren bezeichnen kann. Also das heißt, die Verslammung dieser Gegenden nimmt ständig zu, trotz aller Gegenmaßnahmen. Um den Bezirk Mitte hat sich mittlerweile ein regelrechter Kriminalitätsring gelegt. Besserung ist nicht in Sicht. Es sind Freiwillige Ghettos, sie wohnen dort. Sie haben eine Parallelgesellschaft bis hin zur Rechtsprechung innerhalb ihrer Kreise geschaffen. Sie brauchen die deutsche Gesellschaft nicht, sie brauchen den deutschen Staat nicht. Außer für Sozialhilfekosten und ähnliche Dinge. Und ich sehe keine Ansätze, keine erfolgversprechenden Ansätze, das wieder zurückzudrehen. Eine Spirale der Gewalt, aus der es keinen Ausweg zu geben scheint. In den Berliner Problembezirken wird sich so schnell nichts ändern.